Schweizer Zeit aktuell, heute mit der Frage, ist die Krise jetzt vorbei? Das behauptet immer mehr Medien zurzeit. Es hätte keine zusätzliche Arbeitslosigkeit mehr gegeben. Es ging wieder aufwärts mit der Wirtschaft. Die Auftragsbücher sind voller als vor einem Jahr. Das stimmt natürlich rein zahlenmässig. Aber da müssen wir dann noch anders dazu kommentieren. Zulegen tun Online-Giganten, weniger in der Schweiz, aber international. Zugelegt hat insbesondere die Kontrollbürokratie in unserem Land. Die Leute schikanieren, wenn jemand anruft, gehen sie schauen, hat einer schon seine Maske an oder noch nicht. Die das Denunziantentum ausgenutzt hat, das hat zugenommen. Und wie ist es mit den KMU-Betrieben, mit den kleinen Gewerblern und so weiter? Die haben ihre Reserven aufgebraucht. Die haben gelitten, monatelang keine Einnahmen gehabt. Das soll jetzt alles vorbei sein, nur weil die Online-Giganten Fürschi machen. Meine Damen und Herren, gehen Sie mal am Flughafen Zürich. Dort sind früher Zehntausende von Arbeitsplätzen gewesen. Jetzt noch ein Bruchteil davon. Natürlich, die nicht arbeiten können, sind noch in der Kurzarbeit, werden von den Steuerzahlern durchgehalten, von Ihnen und von mir, meine Damen und Herren. Das hat doch mit Aufschwung nichts zu tun. Das hat mit Verwedelung von der Realität zu tun. Wenn das Medienleute nicht wissen, dann muss man sagen, haben sie ihren Beruf verfehlt. Wenn sie es wissen und nicht sagen, dann wird es höchst bedenklich. Und dann muss man die Frage stellen, wer steckt denn hinter dieser Desinformation, die da stattfindet? Hinter dieser Desinformation stecken die Funktionäre in diesem Land. Die keinen Franken Einbuss gehabt haben, während dieser ganzen Corona-Zeit, immer eine gesicherte Stellung, wo man die Stellen enorm ausgebaut hat, die fürchten, zu Recht, dass man jetzt muss sagen, jetzt bauen wir wieder ab. 20% weniger Bürokratie wollen wir. 20% weniger Leute in der Bürokratie und 20% weniger Kosten für die Bürokratie. Das muss jetzt durchgesetzt werden, meine Damen und Herren, damit das Land wieder aufblüht. Die Herrschaft an sich gerissen haben in dieser vollmachten Zeit von Corona, wollen sie nicht mehr preisgeben. Jetzt müssen wir sie halt entreissen und sie in den Senkel stellen und sagen, jetzt hat das Gewerbe den Vorrang, jetzt haben die KMU den Vorrang und nicht die Funktionäre. Danke vielmals. Ihren Kommentar möchte ich jetzt gerne noch hören. Auf Wiedersehen.